Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir hier jetzt über die Frage des Verlustes von Staatsangehörigkeit sprechen und uns um Details streiten, dafür oder dawider, und manchmal auch erleben, wie dann eine eventuell zu weitgehende oder nicht weit genug gehende Position skandalisiert wird, vergessen wir allzu leicht, dass der eigentliche Skandal, warum wir überhaupt darüber reden, die Wirklichkeit ist. Und das wurde mir spätestens im Jahr 2014 klar, als ich den ersten jungen Menschen aus dem Irak kennenlernte, der im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise meine Stadt Wuppertal erreichte. Er war Jeside, früher Polizist, und schilderte mir dann mit einer erschütternden Sachlichkeit, wie Teile seiner Familie von Daesh, IS, ermordet, versklavt, hingerichtet, verschleppt wurden. Seine Frau wagte es nicht mal, in meiner Stadt ihre Wohnung zu verlassen, weil sie fürchtete, mögliche Täter oder auch Täterinnen von damals wieder zu begegnen. Und es war viel Mühe auch und brauchte viele Gespräche, ihm deutlich zu machen, dass mitnichten jeder Mensch muslimischen Glaubens in meiner Stadt eine potenzielle Gefahr darstellte. Über diesen Hintergrund reden wir, über diese Erfahrung, die Menschen, die in diesem Land als Geflüchtete leben, gemacht haben. Und deshalb ist der Skandal nicht, dass wir solche Gesetze machen, sondern der Skandal ist, dass es überhaupt so etwas wie Daesh, wie IS gibt und dass wir uns mit so einer Wirklichkeit, die wir vor Jahren nicht für denkbar halten könnten, auseinandersetzen mussten. Daher ist das, was wir jetzt versuchen mit der Regelung des Verlustes von Staatsangehörigkeit und das maßvoll eine Reaktion auf eine Wirklichkeit, und so muss Gesetzgebung auch funktionieren. Und sie ist gewiss nicht anlasslos, sondern sie ist maßvoll, und es wurde bereits geschildert, es gibt ja schon die Grundlage im § 28 bezogen auf ausländische Staaten. Und im Zuge dieser, aus der Sicht meiner Fraktion, richtigen Entscheidung, werden wir auch noch im parlamentarischen Verfahren als Fraktionen durch einen Änderungsantrag den Ausschluss der Einbürgerung bei Mehr- und Vielehe selbstverständlich normieren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir machen dies alles heute am viel zitierten Tag der Erinnerung des Grundgesetzes fest auf dem Boden desselbigen. Und wir machen uns eben es nicht leicht und versuchen nicht, das Staatsangehörigkeitsrecht falsch zu instrumentalisieren. Deshalb sind auch Minderjährige ausgeschlossen von dieser Regelung. Deshalb auch respektieren wir selbstverständlich das Rückwirkungsverbot, das es uns nun schwieriger macht, weil wir eben damit nicht diejenigen erreichen, die in der Vergangenheit diese grausamen Taten begangen haben. Aber es ist richtig so, dass wir das nicht tun und nicht tun können, weil wir uns an diese Verfassung halten und zu halten haben. Und wir achten auch ganz genau die Prinzipien der Verlässlichkeit und der gleichberechtigten Zugehörigkeit. Und deshalb wird auch nur derjenige betroffen sein, der mit eigenen Handlungen dazu beitragen konnte, diesen Zustand zu vermeiden. Wer aber künftig wissentlich sich an solcher Terrormiliz beteiligt, der muss auch die Konsequenz tragen können, als Doppelstaatler, und das ist ja eine weitere maßvolle Einschränkung, weiter Bürger und Bürgerin dieses Landes sein zu können. Ich formuliere es mal ganz deutlich. Wenn Menschen dazu beitragen, zu dem, was ich eben geschildert habe, dann geht mein Mitgefühl mit ihnen, dass sie womöglich den Verlust ihrer Staatsangehörigkeit erleiden müssen, gegen null und absolut gegen null. Ich kann mich noch genau erinnern, und das können wir uns nicht deutlich genug vor Augen führen, wenn wir hier darüber sprechen, wie ich vor ein paar Wochen im Zimmer mit zwei Frauen saß, die mir berichteten, wie sie nicht nur selber serienvergewaltigt wurden durch den IS und Täter und darunter auch deutsche Staatsangehörige und Doppelstaatler, sondern wie ihre 11-jährige Schwester 6-mal verkauft wurde, unzählige Male vergewaltigt und niemand weiß, ob sie lebt und wo sie lebt. Kollege Lind, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Stretmanns? Selbstverständlich, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade sehr schön ausgeführt, wie wichtig das Staatsangehörigkeitsrecht ist. Ich möchte Ihnen, wir haben heute 70 Jahre Grundgesetz in der Debatte gewürdigt, ein wirklich wichtiges Datum.
Ich komme zurück auf historische Erfahrungen und über die Entziehung der Staatsbürgerschaft. Wie sehen Sie das als Sozialdemokrat, dass es im Nazireich in der Tat Entziehung von Staatsbürgerschaften gab? Ein prominentes Opfer war zum Beispiel Willy Brandt. Wie finden Sie dann heute, dass wieder über den Entzug von Staatsangehörigkeitsrechten nachgedacht wird und Ihre Partei das mitvertritt? Vielen Dank für die Frage. Das kann ich Ihnen ganz einfach beantworten. Erstens ist eine bewusste Schlussfolgerung unserer Verfassung, die sich ja bescheiden Grundgesetz nennt und die wir auch in dieser Gesetzgebung berücksichtigen, dass niemand staatenlos wird. Das ist übrigens auch Berücksichtigung europäischen Rechts und auch äußerst sinnvoll. Niemand wird durch diese Entscheidung staatenlos. Das ist eine klare Schlussfolgerung aus der Barbarei des Nationalsozialismus. Und dann sage ich noch was anderes zu Ihnen. Ich halte es nicht für angemessen, jetzt mit Verweis auf den Nationalsozialismus diesen allzu einfach und wohlfeil zu instrumentalisieren, um diese richtige Entscheidung, maßvoll die Staatsangehörigkeit in einer überschaubaren Zahl von Fällen, man rechnet mit einer geringen zweistelligen Zahl, totzumachen. Ich halte das nicht für ein angemessenes Argument. Wir bewegen uns sehr wohl auf dem Boden des Grundgesetzes und wir brauchen, das wage ich auch zu sagen, als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, die unheimlich gelitten haben unter dem NS-Terror, uns nicht vorwerfen zu lassen, dass wir die Lehren aus dem Nationalsozialismus nicht gezogen hätten. Wir waren in erster Linie Kämpfer gegen diesen Nationalsozialismus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir machen uns aber auch nicht vor, dass allein der Entzug der Staatsangehörigkeit die künftige Generalprävention jeglicher Form von islamistischem Terrorismus sei. Mitnichten. Aber wenn schon eine oder einer dadurch abgehalten würde, ist es aus meiner Sicht wert, diese Entscheidung zu treffen. Darüber hinaus aber ist es eine Gesamtleistung. Und dazu gehört Repression und Konsequenz, und zwar mit aller Härte. Und dazu gehört diese Veränderung, diese Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Dazu gehört aber auch umfassende Prävention. Wir müssen uns ja auch mal fragen, wie es sein kann, dass Doppelstaatler, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sich in diese Situation begeben, dass sie solche Barbarei begehen. Diese Frage müssen wir uns stellen. Und es bedarf neben Prävention, neben Repression, wie wir sie hier heute angehen, auch politischer Bildung. Diese ist nicht zu reduzieren auf Prävention, sondern sie bedeutet letztlich, dass Menschen lernen, frei und demokratisch zu entscheiden. Und je mehr wir vernünftige Demokratiebildung und eine gut ausgestattete politische Bildung haben, desto weniger groß ist die Gefahr, dass Menschen sich verführen lassen und eben dem IS oder vergleichbaren möglichen künftigen Terrormilizen anschließen. Das ist die Aufgabe und ich halte es für falsch, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir müssen beides tun. Wir müssen beides tun und wir müssen es mit aller Konsequenz tun. Sehr geehrte Damen und Herren, ich erlebte ja auch hier vorhin in Ihrem Beitrag, auch in einigen Diskussionsbeiträgen im Vorfeld, dass man leider nun im Zuge dieser Debatte wieder versucht, das Gift der Instrumentalisierung zu verwenden. Und ich rate dringend davor ab. Die Maßnahme, hier einer bestimmten Zahl von Bürgerinnen zukünftig die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen, ist mitnichten ein Instrument generell gegen Doppelstaatlichkeit und gegen mehrfache Staatsangehörigkeit vorzugehen. Das ist mit der Sozialdemokratie nicht machbar. Diese Vision, diese Albtraumvision, die zum Beispiel Sie vorhin von der AfD hier präsentiert haben, werden wir gewiss nicht mitgeben, denn wir begrüßen es, dass Menschen in diesem Land mehrere Staatsangehörigkeiten haben können. Dies ist nicht das Problem, das wir haben. Das Problem ist, dass Menschen sich von der Wertordnung dieses Landes verabschieden. Dass sie so weit gehen, und das ist ja eine der Hauptbegründungen, dass wir überhaupt zu dieser Gesetzgebung greifen, dass sie sich fundamental verabschieden von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, und dafür gibt es keine Entschuldigung, und dass sie dies tun in einer Weise, die diesem Grundgesetz, das heute so sehr beschworen wird, die aber auch jeder Form von Mitgefühl und jeder Form von Respekt zwischen Menschen widerspricht. Deshalb appelliere ich an alle, in sich zu gehen und zu prüfen, ob sie nicht diesen Weg, den die Koalition heute auf den Weg bringen will, mit diesen beiden Schritten, ich nannte ihn, dem Gesetzentwurf der Regierung und dem ergänzenden Änderungsantrag mitzugehen.
Es ist unsere Aufgabe, mit Gesetzgebung auf eine Wirklichkeit, die eben nicht von Humanität geprägt ist, sondern in viel zu vielen Teilen dieser Welt von Barbarei zu reagieren. Und es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen, die in jeder Hinsicht diese Republik und ihr Denken mit Füßen zu treten, noch zu belohnen mit der deutschen Staatsangehörigkeit. Und deshalb ist das, was wir tun, nicht nur rechtlich geboten, sondern es ist auch moralisch richtig und aufrichtig. Und wir werden es tun. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Linda Teuteberg für die FDP-Fraktion.